Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Footdraft in FIFA 17 Ultimate Team. Ja, normalerweise sollte heute ein 7-Minute-Squad kommen, aber dafür habe ich, wie ihr eventuell auch links oben sehen könnt, noch nicht ganz so genug Münzen und das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall dann losgehen. Aber heute gibt es mal zur Feier von Foot 17 zum Start einen Footdraft und da habe ich richtig Bock drauf und ich hoffe ihr auch. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind natürlich Links zu IG Vault für Münzen demnächst im FIFA 17 Ultimate Team, Microsoft Guter und so weiter und so fort. Mein Merchandise könnt ihr euch da angucken, würde ich mir auch drüber freuen. Social Media Links hinter auch. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Das Wichtigste ist der Like und ein netter Kommentar, wenn euch das Video richtig gut gefallen hat. Und wir gucken einfach mal, was wir dieses Jahr im Draft reißen können. Letztes Jahr war das definitiv nicht mein Lieblingsmodus, aber ich denke mal, dieses Jahr könnte es ja theoretisch anders sein. 300 FIFA Points habe ich noch, die werde ich eben für diesen Foot Draft benutzen. Und dann schauen wir mal, wer unsere Formation hier bestimmen wird, beziehungsweise was unsere Formation hier sagen wird. 4-2-3-1 breit haben wir. Wir haben 4-5-1, wir haben 4-1-2-1-2 breit. Ich würde mal sagen, wir machen das Ganze mit 4-1-2-1-2. Habe ich noch nicht gespielt. Machen wir einfach mal. So, wer wird unser erster Kapitän in FIFA 17 Ultimate Team? Es wird Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo oder Sergio Kun Aguero. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja schon scharf auf Ronaldo, aber ich bin auch scharf auf Aguero. Und da ich Ronaldo, glaube ich, nicht sonderlich gut spielen werde, nehme ich Aguero, weil ich den besonders gerne mag. So, bin ich mal gespannt, was ich jetzt aus ihm zaubern kann. Alle hätten gesagt, ich nehme Ronaldo oder Messi, aber nein, ich nehme Aguero, einfach weil ich den lieber mag. Die 10, wer kommt da raus? Banega haben wir, Sigurdsson, wir haben Eriksen, Götze. Ich entscheide mich natürlich für Eriksen. Ich werde so ein bisschen jetzt immer auf die Premier League gehen und auf die guten Spieler, weil ganz ehrlich, der Kerl sieht einfach genial aus und ich denke mal, der wird auch gut funktionieren. Der nächste Stürmer, der zweite für dieses Team, Balotelli in Form, den muss ich nehmen. Ah, wobei Icardi in Form? Hat halt den Link. Wir nehmen Icardi in Form. 84er Rating. Ist in Ordnung. Linkes Mittelfeld. Jetzt bitte Perisic. Das wäre super. Ja, sieht nicht so aus. Nee. Nakulma, Choupo-Moting, Maurice Bilei, Jurado und Doka. Dann nehme ich doch gleich mal Choupo-Moting, weil der ist noch der ja, Beste sozusagen. Rechtes Mittelfeld. Jetzt wollen wir wieder in die Premier League gehen im Idealfall, wenn wir da welche bekommen. Tun wir aber nicht. Doch, wir bekommen Joao Mario. Und das ist sehr schön, weil der hat den Link direkt mal zu Mauro Icardi. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Der Sechser in diesem Team. Wer wird das werden? Wanyama haben wir da. Carrick. Michael Carrick. Wanyama. Nee, der ist aber in Spurs. Dann nehmen wir den auch einfach mal. Das ist doch sehr schön. So, Rechtsverteidiger. Jetzt bitte einen Santon am besten. Lichtsteiner ist auch in Ordnung, denn der spielt ja in der Serie A, damit kann ich auf jeden Fall leben. Wir haben natürlich auch noch andere aus der Premier League, aber ich nehme Lichtsteiner, weil ich würde doch ganz gerne eigentlich mit Joao Mario spielen, selbst wenn er keine Chemie hat und langsam ist. Werde ich vielleicht jetzt doch bereuen, aber mal sehen. Linksverteidiger, jetzt bitte Premier League, das wäre super. Ah, doch, Premier League haben wir, wer ist ein Segeler, den kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, aber er sieht stark aus, 1,86 groß, vor allem Hollebas ist auch stark. Wenn man zu vorschnell handelt. Naja, super. Egal, Innenverteidiger. Pepe, Koscielny, Vertonghen, Alter, Weirel, das ist doch klar, wenn ich da nehme. Oder Koscielny ist zwar stark, Pepe ist auch super, aber Vertonghen spielt bei den Spurs. Und das wollen wir, denn wir haben ja bereits einige Spieler von denen. So, Innenverteidiger Nummer 2. Da haben wir Winston Reed unter anderem, wir haben Virgil van Dijk, wir haben Cahill. Und ich glaube, bei Cahill bleibe ich auch, weil der sieht stark aus dieses Jahr. Wieder Shadow Chemistry Style ist dementsprechend schön schnell. Das passt ganz gut. Dann, ja, müssen wir mal gerne mal schauen, wie wir das machen. Und Torwart jetzt bitte De Gea. Das wäre super. Oh nein, nur Non-Rares und keiner aus der richtigen Liga. Naja, immerhin Castells, der bekommt zumindest ein bisschen Chemie von Vertonghen im Notfall. Aber das geht noch besser. Jetzt bitte im Premier League-Torwart. Das wäre sehr, sehr wichtig. Lopez, Patricio, Wanyama, Schmeichel. Ja, Gott sei Dank. Kaspar Schmeichel von Leicester City. Den packen wir natürlich direkt mal in den Kasten rein. Am 83 Chemie. Linksverteidiger brauchen wir auch noch aus der Premier League. Das wäre absolut genial. Kriegen wir auch. Wobei, nee, Olsen spielt der zweite Liga, ne? Nee. Na super. Espinosa, Granqvist, Rico. Wir nehmen Granqvist, weil er das höchste Rating hat. Sinn und so. So, noch ein Linksverteidiger bitte. Debuchy ist Rechtsverteidiger. Hollebas, da bekommen wir die zweite Chance. Und diesmal nehmen wir ihn auch. Und stellen auf die Linksverteidigerposition 86 Chemie. Sehr schön. Jetzt ein linkes Mittelfeld. Das ist die große Aufgabe für uns. Und zwar aus der Premier League. Das ist, denke ich mal, logisch. Ashley Young, da sind wir doch direkt mal am Start. Oh, super. Das gefällt mir. 98 Chemie, nur die Kollegen hier haben noch keine volle Chemie, aber das können wir direkt mal ändern. 100 Chemie, das ist doch sehr schön. Am besten jetzt noch ein Spurs-Infall, da haben wir noch eine Foot-Challenge abgeschlossen, eine von den Manager-Aufgaben. Aber mal schauen, N'Golo Kanté, das ist auch nicht schlecht.
Sigurdsson, Turan, Bellarabi. Ich glaube, ich nehme Bellarabi, weil der ist schnell. Und das will ich mal ausprobieren. So. Nächster Spieler. Neymar. Ja, wow. Und Di Maria. Und Candreva. Ah, das ist natürlich jetzt bitter. João Mario als Rechtsverteidiger. Candreva. Aber Neymar. Du kannst doch nicht Nein zu Neymar sagen. Kann ich Nein zu Neymar sagen? Wechsle ich dann für Ashley Young ein? Wei, oh wei, Leute. Das bringt mich hier in Schwulitäten. Oh, Ronaldo. Das wird ja immer krasser. Oder halt Alexis. Ich muss Ronaldo nehmen. Wenn ich zweimal die Chance bekomme, Ronaldo zu nehmen, nehme ich den natürlich auch. Das ist, denke ich mal, ganz klar. Jetzt noch Messi dazu am besten. Feguli, rechtes Mittelfeld. Das ginge theoretisch. Können wir mal... Ja, jetzt haben wir keinen Rechtsverteidiger aus der Premier League. Vielleicht kriegen wir den noch. Ja, mal schauen. Dann können wir eventuell erstmal Premier League bauen. Eliseo, Brathwaite, Mariano, Astori. Das ist alles nicht sonderlich gut. Dann nehme ich mal... Ja, Astori, weil er das höchste Rating hat. Man geht ja immer irgendwie doch noch ein bisschen auf Rating. Aleix Vidal haben wir da. Nolito, Jefferson, Kostic, Shahi. Nehmen wir wieder das höchste Rating mit Nolito. So, jetzt ein Rechtsverteidiger von Inter und ich bin komplett zufrieden. Nee, aber noch ein von den Spurs. Warte mal, wir haben eine Legende. Warum überlege ich überhaupt? Robbie Fowler natürlich, ab in den Sturm für Mauro Icardi. Kriegt er zu jedem Link, das ist ja das Schönste daran. Das heißt auch zu Eriksen, der damit volle Chemie hat. Und jetzt noch ein Rechtsverteidiger aus der Premier League. Wir hatten die Chance mit Debuchy und haben sie nicht genutzt, mussten aber zugegebenermaßen auch Hollebas nehmen, weil sonst hätten wir verkackt. Wen nehmen wir davon? Lukas? Nee, Brathwaite? Nee, Vidal? Nee, Salah? Nee, Berardi, Salah, Vidal. Komm, nehmen wir mal Berardi. Sieht stark aus. Und damit sind wir durch. Stellen jetzt noch Feguli ins rechte Mittelfeld. Na gut, ändert nicht viel. Natürlich bitter jetzt auf jeden Fall, dass wir da mit Lichtsteiner keine volle Chemie haben. Ha. Können aber auch nicht mehr wirklich umstellen. Eine Sekunde mal eben. Alles schön geordnet, 184er Draft bekommen wir als erstes, ist gar nicht mal so schlecht. Und ein Trainer, das sieht nicht so gut aus. Sieht gar nicht gut aus eigentlich. Was ist das denn? Schnitzli, Potter, Restero, Kainsham und Lambo. Wen nehmen wir denn davon jetzt? Wir haben jetzt eigentlich gar nichts. Wir haben Engländer theoretisch. Spanier haben wir gar nicht. Ja gut, dann nehmen wir Harry Potter, würde ich sagen. Oder Gary Potter. Und sind durch. So, Draft-Übersicht. Top-Spieler Ronaldo, Eriksen und Lichtsteiner. 184er Draft. Premier League-lastig. Aber was soll's. Ich würde sagen, ins erste Spiel. Auf geht's. Erster Draft-Gegner. Ui, Draxler, Dani, Bale, De Rossi, Krychowiak, Ferdinand, Koulibaly, Reina, Philippe Luis, Cavani, Inform und Juan Fran. Aber nur 71 Chemie. Müssen wir schlagen eigentlich. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hab erst 3 Spiele gemacht im Ultimate Team. 2,5 eigentlich. Fowler, 1-0, wir führen nach 8 Minuten, erste richtig dicke Chance, beziehungsweise, naja, zweite richtig dicke Chance und unsere Legende macht 1-0. Oh, das wäre es gewesen, nach der Rabona-Flagge von Neymar, Fowler. Oh, Ronaldo auf Fowler, der muss die Entscheidung machen und trifft die Latte. Also das, was mich bisher am meisten ärgert, ihr habt jetzt nur, das ist die dritte Szene, die ihr gesehen habt. Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich bisher noch so unglaublich schwach im Abschluss bin in diesem Spiel. Ronaldo. Ich treffe das Tor einfach nicht, beziehungsweise ich mache die Tore einfach nicht und das ist extrem bitter. Ich werde euch eigentlich auch nur dieses Spiel zeigen, aber ich laber jetzt einfach ein bisschen, damit ich die Zeit füllen kann. Also das Spiel hätte ich locker 2-3-0 gewinnen müssen. Mein Gegner hatte auch vielleicht eine, zwei gute Chancen, aber die Majorität der guten Chancen hatte definitiv ich. Ich nutze sie halt nur einfach nicht und das ist extrem bitter, weil das, ja, rächt sich halt irgendwann. Und ich komme halt noch nicht ganz damit klar, dass die Spieler so langsam reagieren, beziehungsweise, dass sie halt teilweise extrem unpräzise spielen oder extrem komische Aktionen machen. Und so, das ist halt alles noch ein bisschen schwammig, aber ich denke mal, da gewöhnt man sich halt dran, das sage ich ja immer wieder. So, Neymar jetzt mal. Ah, schade. Aber wie gesagt, treffen tue ich halt einfach nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich
Das war eine unfassbar geniale Grätsche von Gary Cahill. Also die so in der Situation von hinten in die Beine quasi. Und dann auch fair mit Ball. Das ist schon ganz großes Tennis. Koulibaly wehrt da Agüero ab. Aber das Spiel dürfte eigentlich vorbei sein. Jawohl. Erstes Draftspiel, erster Sieg. Unspektakulär mit 1:0. Robbie Fowler hat getroffen. Die Legende hat gemacht. Und ich bin zufrieden. Wenn auch nicht komplett satisfied. Also komplett so gesättigt, so mit Zufriedenheit. Weil, wie gesagt, ausbaufähig auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das war ein ganz guter Start in FootDraft, in FIFA 17 Ultimate Team. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr mehr von FootDraft sehen wollt. Ich bin natürlich gerne bereit und offen, das Ganze zu machen. Ihr seht hier 13 Schüsse, 7 aufs Tor, 1:0 gewonnen. Naja. Ja, wie gesagt, lasst mich wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar und schaut die Links in der Beschreibung euch an. Gut, bis dann. Macht's gut. Wunderschönen Tag noch. Passt auf, haut rein. Und ciao.